Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe auf dem Klo mit hier bei Schroff gezockt. Bevor ich hier gleich wieder den Abzug mache, stelle ich euch mal kurz ein schönes Spiel vor innerhalb von 10 Minuten und zwar Tailgater. Mich hat ein, ich glaube, neuer Abonnent, der Card Joker, ich kann es mir schwer merken, weil normalerweise heißt es ja Joker Card, aber der Card Joker hat mich angeschrieben, hat gesagt, ey, check doch mal Tailgater aus. Und ich habe mir so gedacht, ey, kennst du doch, ist doch dieses Pinball-Spiel. Stimmt aber gar nicht. Das Pinball-Spiel heißt einfach Pinball und heißt dann irgendwie Revenge of the Gator oder so. Ihr seht schon, wir steuern dieses lustige Krokodil und das Ganze heißt Tailgater, weil der Gator kann mit seinem Tail, also mit seinem Schwanz, auf Objekte knallen. Das heißt, er kann seinen Schwanz in die Gesichter von anderen reinballern und oder auch woanders hin. Und das schauen wir uns gleich mal an. Ihr könnt hier quasi auswählen, das habe ich gerade so rausgefunden, als ich das mal ganz kurz angezockt habe, welches Level ich nehmen will. Das Himmellevel, wo man hier so durch die Wolken plätschert. Das, was weiß ich, Level und noch so ein, was weiß ich, Level. Und hier können wir, also ich glaube, das da oben ist das Berge-Level und das da drunter ist das Erd-Level. Und hier haben wir halt das Wasser-Level. Ich fange mal damit an, weil das war auch so das, wo ich früher mal kurz reingeguckt habe. Es geht darum, hier diese Kisten kaputt zu machen und Extras zu sammeln, wie zum Beispiel dieses Herzchen. Ihr seht, ich habe oben diese Herzen angesammelt. Und wenn ich einen dieser krassen Gegner, wie hier diese Schlange oder auch diesen Fisch, der da so ankommt, wenn ich von denen getroffen werde, verliere ich natürlich ein Herzchen Lebensenergie. Und das ganze Spiel ist dann irgendwann vorbei, wenn ich die ganze Lebensenergie verloren habe. Irgendwann im Laufe des Levels sammelt man so einen Schlüssel ein. Ihr seht gerade, die Gegner, die kommen unheimlich schnell wieder. Ne? Der Fisch braucht Gott sei Dank nur einen Hit. Jo, und dann fuchst man sich hier so durch die Levels durch. Das Schöne in dem Wasserlevel ist, man kann halt durch das Steuerkreuz das Viech total angenehm bewegen. Also so in alle Himmelsrichtungen. Ich hätte ihm meinen Schwanz ins Gesicht hauen sollen. Ja, wenn ich so ein Mainstream-YouTuber wäre, ne, dann würde ich das jetzt sowas von ausschlachten, dass man hier mit seinem Schwanz Sachen kaputt haut. Ja, Leute, das heißt nun mal bei Tieren so, ne? Bis auf bei Pferden, da heißt es, glaube ich, Schweif, sagt man tatsächlich Schwanz. Und wenn ihr da jetzt ein Problem mit habt, dann seid ihr definitiv nicht richtig auf dieser Welt. Nein, wie gesagt, so ein Mainstream-YouTuber hätte da sein gefundenes Fressen. Er wird wahrscheinlich jeden Tag Let's Plays von diesem Spiel machen, weil er da so schön über Schwänze reden kann. Und das wahrscheinlich mit krassen Thumbnails und so weiter auf seinem Profil verbinden kann. Ey, diese Viecher sehen ja aus wie von Bubble Bobble hier, ne? Aber ich bin halt kein Mainstream-YouTuber, ganz im Gegenteil. Ich übe hier Entschleunigung bei YouTube. Bäm, ey, so eine Bombe ist ja mal richtig Bombe. Ja, wofür ich diese Ps sammle, das weiß ich irgendwie auch noch nicht. Das ist auch irgendein Power-Up, aber so richtig habe ich noch nicht verstanden, warum. Ey, hier ist voll die Strömung. Ja, möglicherweise habt ihr euch vielleicht gewundert, warum ihr am Montag keinen auf dem Klo mit von mir zu sehen bekommen habt. Darüber erzähle ich euch aber in meinem Vlog. Das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Ich habe nämlich Ende letzter Woche, extra Ende letzter Woche, versucht, mein System auf Windows 10 zu updaten. Und das war ja echt eine Odyssee, ey, mein lieber Mann. Da erzähle ich euch, wie gesagt, in meinem Vlog drüber. Ich bin froh, dass es jetzt endlich wieder läuft. Was war? Ach, guck mal, das ist das Power-Up, was ich die ganze Zeit eingesammelt habe. Ich schieße jetzt Blitze aus meinem Schwanz. Alle Gegner kommen gleichzeitig wieder. Wow! Ah, natürlich. Die Kiste da hinten muss ich natürlich als... Die habe ich natürlich vorhin übersehen. Wow, da sind ganz schön Gegner unterwegs hier in dem Level, du. Ja, hier ist natürlich der Schlüssel drin. Ja, diese Algen, falls ihr das vorhin noch nicht bemerkt habt, die verhindern mich am Durchschwimmen. Das heißt, ich muss da so immer drum rum. Ach so, oh, wenn die blinken, die Gegner, heißt das natürlich, ey, ich bin noch nicht ready. So, falls euch dieses Bild bekannt vorkommt, das ist der Startscreen, wo wir vorhin angefangen haben. Jetzt ist nur die Tür da unten in der Wasserwelt zu, weil ich habe das geschafft. Ne?
Mal gucken, wie viel wir schaffen in den 10 Minuten. Das Schöne war, ihr habt gerade gesehen, da wurde einem ein Passwort angezeigt. Also man hat quasi jetzt die Möglichkeit, sich das Passwort aufzuschreiben. Und irgendwann, wenn man wieder Bock hat oder Zeit, na, ich habe jetzt, glaube ich, 5 Minuten oder so dafür gebraucht, mal eben durch die erste Welt zu spielen. Und das wäre so eine optimale Zeit, um mal eben was auf dem Klo zu zocken. Dafür mache ich ja diese Kategorie hier, um euch vorzuführen, welche schönen Gameboy-Spiele es so gibt, die man immer mal so zwischendurch zocken kann. Wie heutzutage auf dem Tablet oder Handy oder so, halt sowas wie Angry Birds oder so. Ne? Das sind ja auch so wunderbare Zwischendurch-Spiele. Jo, und von daher ist das doch hier mal wieder ein richtig geiler Tipp gewesen. Also, Card Joker, tausend Dank schon mal an dieser Stelle. Das war wirklich ein guter Tipp und wenn ich von dir den Tipp nicht bekommen hätte, hätte ich mich mit dem Spiel gar nicht auseinandergesetzt, weil ich eben, wie gesagt, gedacht habe, das wäre dieses Pinball-Spiel, was ich ehrlich gesagt nicht ganz so geil finde. Kann man auch mal ein paar Minütchen spielen, das werden wir auch hier uns in der Kategorie definitiv mal irgendwann angucken. Aber, jetzt kann ich natürlich dieses Herz hier ganz gut gebrauchen. Habe ich gerade extra einen Bogen drum gemacht. Aber wie gesagt, das Pinball-Spiel ist nicht ganz so geil, sondern ich bin ja selbst aktuell noch total auf dem Trip, dass ich selbst noch viele Gameboy-Spiele überhaupt erstmal kennenlernen muss. Weil es gibt ja so viele davon, dass man echt nicht den Überblick halten kann. Beziehungsweise man kann den Überblick natürlich halten, aber... Ups, oder sich irgendwann mal machen. Ach du Scheiße, ich muss mal ein bisschen aufpassen hier. Aber ich bin, wie gesagt, immer noch in einer Phase, wo ich noch ganz, ganz viele Tipps gebrauchen kann. Also Leute, immer raus damit. Ich weiß, ich habe noch Tipps offen von Tronimal und Nerdy Gamer und wer hat mir denn noch was gesagt? Ich komme jetzt gerade aktuell nicht ganz so spontan drauf. Aber wenn ihr Ideen habt, immer her damit. Ich suche immer nach neuem Futter für auf dem Klo mit. Und wie gesagt, auch wenn jetzt Tronimal oder so gerade zuguckt, deine Tipps sind nicht in Vergessenheit geraten. Ich habe mir das alles in eine Datei geschrieben. Nur, es ist natürlich auch ein bisschen, solange ich noch Tipps auch von anderen Leuten habe, ist es natürlich blöd, wenn ich jede Ausgabe dann so... Ach, guck mal, schon wieder eine Welt geschafft. Yay! Wenn ich jede Ausgabe sagen muss, ja hier, wieder ein Tipp von Tronimal, wieder ein Tipp von Tronimal und so weiter. Trotzdem, wie gesagt, ich bin da total dankbar für. Ich glaube, Firefighter wollte ich mir dann als nächstes mal angucken. Das werden wir ja dann sehen. Boah, geil, der sieht aus wie so ein kleiner Pitbull hier, der mit dem weißen Kopf. Oh, ah, scheiße. Fieser Gegner ist das. B heißt einfach nur Bonus, da kriegen wir einfach nur ein paar Punkte. Ich glaube, das System macht das automatisch so, dass die letzte Kiste, die man aufmacht, da ist dann der Schlüssel drin. So, was ich so nebenher beim Spielen gerade so merke, am besten räumt ihr immer den Bildschirm von außen, von links nach rechts ab, weil dann müsst ihr nicht wieder durchs komplette Level stratzen. Wow. Ey, diese Gegnertypen hier, die sind aber ganz schön anhänglich, ne? Ist der Schlüssel. Okay, das ist zu hoch. Das heißt, ich muss hier rüber und dann so. Ah ja, sehr schön. Bombe. Bäm, alle weg. Ich finde es echt erschreckend, wie schnell diese Gegnertypen wieder kommen, ne? Aber grundsätzlich super geiles Spiel, ey. Das macht richtig Laune, weil es wirklich vorwärts geht hier in dem Spiel. Wenn ich mich nicht komplett irre, hat mir auch Tronimal das Spiel schon mal empfohlen. Kann das sein? Aber ich weiß es gerade wirklich nicht so genau. Die Musik gefällt mir, alles cool. Die Grafik ist ganz knuffig. Boah, voll erschrocken. Ja komm, die Welt schaffen wir noch. Bäm. Ich glaube, wenn ich richtig mitgezählt habe, müsste das eigentlich wieder die finale Welt sein hier. Ha, geil, die Gegner, die nicht im Bild zu sehen sind. Wow.
Okay, kann mir jemand sagen, wie ich das machen soll? Ach, guck mal, das sind ja Wolken. Naja, wenn man blind ist, ach, guck mal da. Ja, es wäre nur noch eine Welt, meine lieben Freunde. Das heißt, schreibt euch dieses Passwort auf 5330 und gönnt euch den letzten Durchlauf der letzten Welt. Ah ja, guck mal hier, das ist echt so eine Bergwelt. Da könnt ihr euch ja selbst mal gönnen, da vorbeizugucken. Wenn ihr das Spiel dann selbst mal zockt. Na, also, absolute Empfehlung von mir. Card Joker, nochmal tausend Dank für dein Abo, was du mir auch, glaube ich, da gelassen hast. Und den Tipp natürlich. Und von daher, ich kann nur den Hut ziehen für diesen Tipp. Wirklich geiles Spiel. Ne? In den letzten Tagen buddeln wir hier, oder in den letzten Wochen, buddeln wir hier richtig, richtig geile Spiele aus. Wie gesagt, sorry, dass diesmal ein bisschen Verspätung drin war bei Auf dem Klo mit. Weil wenn ich normalerweise sage, komm, montags kommt immer ein Video, dann ist das auch so. Aber in diesem Fall ging es einfach nicht. Ich hatte nichts vorproduziert und von daher musste ich echt warten, bis mein System hier wieder lief. Aber dazu gibt es mehr in meinem Vlog. Den werde ich jetzt gleich noch aufnehmen und da könnt ihr irgendwann so am Wochenende mitrechnen. Ich muss mal gucken, wann ich ihn so fertig geschnibbelt habe. Und ja, Freitag, Samstag, Sonntag, irgendwann dann kommt der Vlog, meine lieben Freunde. Also bis dahin immer schön schroff bleiben und bis nächste Woche dann wieder montags auf dem Klo mit. Und wir ziehen hier ab. Und ich sag, bis die Tage.